Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce, Shadow of the Phoenix. So, wir haben in der letzten Aufnahmesession Katai von den Untoten befreit. Komplett. Und gucken jetzt mal, wie es weitergeht. Reden mit der Uru. Wie steht der Kampf, Sturmbote? Die graue Horde ist zerschlagen. Sie sind besiegt. Jo. Lasst uns den Rettern danken, Freunde. Danken! Seid ihr von Sinnen, Weib? Fremde haben uns doch diese untote Plage gebracht. Fremde und Nordmenschen, wie die dort. Rabenhaar ist bei ihnen. Ich vertraue ihr. Ja, weil sie deine kleine Hure ist. Dafür häute ich dich, Schakal. Thorei, alle beide. Genug Blut ist für heute vergossen. Was willst du, Xalabar, Führer der Krieger? Dass die Nordmenschen dort verschwinden und ihre Kriege und Intrigen mit sich nehmen. Wir schulden ihnen unser Leben. Dann verlange ich, dass sie die Prüfung der Wahrheit ablegen. Wenn sie uns Gutes wollen, werden die Winde ihnen den Sieg schenken. Dai, das ist sein Recht. Dann sollen die Windgötter entscheiden. Oh oh. Was bedeutet das jetzt? Ärger. Wie es scheint, sollen wir ein Gottesurteil ausfechten. Lasst mich antreten. Dieser undankbare Wilde soll den Zorn Aonirs spüren. Dieser undankbare Wilde hat noch nie einen Zweikampf verloren, Dummkopf. Runenkrieger, als Heerführer ist es an euch, die Prüfung der Wahrheit abzulegen. Ihr werdet gegen Xalabar auf dem Kampfplatz unserer Ahnen antreten. Wenn ihr ihn besiegt, muss er euren Anspruch anerkennen. Doch bevor der Kampf beginnen kann, müsst ihr beide ein Gon tragen, einen heiligen Gegenstand, der die Augen der Winde auf euch richtet. Doch die Untoten haben viele unserer Dinge verschleppt, so auch die Gons. Ihr müsst sie also erst finden. Sucht hier im Osten nach ihnen. Solltet ihr ein Gon finden, könnt ihr den Kampfplatz betreten. Findet ihr mehr als ein Gon, so könnt ihr einen weiteren Streiter auswählen, um euch im Kampf zu unterstützen. Gut. Also ja, soweit ich weiß, da ist... Plunder sammeln und unnötige Zweikämpfe. Soll das Gastfreundschaft sein? Und los! Mäßigt euch! Der Runenkrieger braucht die Hilfe der Kartei. Oh, da oben ist noch eine Kiste. Folgt mir! Wir werden den Gefahren des Dschungels auch alleine trotzen. Hokan Ashir kann keinen Zauber weben, der den Glauben an Aonir überwindet. Er kann dich aber ziemlich leicht töten. Darf ich mich jetzt bitte in meinen Dolch stürzen? Folgt mir! Das ist ja nicht auszuhalten. Ja. Sofort! Schnell! Oh, sie schicken Truppen an die Tore jetzt. So, währenddessen können wir Questlog lesen. Kinder des Windes. Besteht die Prüfung der Wahrheit gegen Xalabar? Xalabar, der Führer der Krieger der Kartei, misstraut euch und fordert, dass ihr die Prüfung der Wahrheit ablegt. Ihr müsst im Kampf gegen ihn beweisen, dass ihr wahrhaftig seid. Findet mindestens eines der Gon-Artefakte, die im Osten von Kartei verloren gegangen sind. Um den Kampfplatz betreten zu können, benötigt ihr einen heiligen Gegenstand, ein Gon. Ihr müsst versuchen, eines von ihnen zu finden. Findet ihr zwei, könnt ihr einen weiteren Streiter mit in den Kampf nehmen. Folgt mir! Was ist, wenn wir drei finden? Sofort! Weil es sind ja drei. Oh, hier ist auch noch eine Truhe. Sehe ich gerade so.
Auf mein Zeichen! Sofort! Mir nach! Und los! Die Rune befiehlt? Ha! Ich habe ein Gon gefunden! Bereit! In die Schlacht! Verstärkt die Deckung! Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Alles klar. Schlagt sie zurück! Okay, das wird da nichts. Die Rune ruft. Zu Befehl. Unverzüglich. Feindlicher Angriff! Auf dem Weg! Okay, Xalaba ist schon mal rein. Auf meinen Befehl. Kommt mal runter hier. Auf mein Zeichen. Für die Freiheit. Verstärkt die Deckung. Haltet durch, Männer. Niethals schützt mich. Schlagt sie zurück. Alles klar. Ah! Sie sind überall. Niethals schützt mich. Okay, mach doch mal einen Schlachtruf. Dann sollte das schneller gehen. Schlagt sie zurück. Ja, sogar hier oben am Tor sind jetzt Wachen. Achso, die folgen mir ja gar nicht. Auf mein Kommando. Auch gut. Folgt mir. Stehe bereit. Du gehst mal hier hin, dass wir sofort ausgeführt. Kiste plündern können. Ja, bringt die Artefakte zu Uru. Mit dem Gong könnt ihr nun gegen Xalaba antreten. Wenn ihr noch ein weiteres habt, könnt ihr einen eurer Freunde als Helfer mit in den Kampf nehmen. Also mit Freunden sind wahrscheinlich einer von den dreien hier gemeint. So, da müssen wir erstmal warten, bis die alle angelatscht gekommen sind. Ja, das kann jetzt eine Weile dauern, bis wir von da oben nach da unten gekommen sind. Kartei ist ja recht groß. Was wünscht die Rune? Auf mein Zeichen! Die Rune ruft zur Ehre Aonirs. Zu Befehl. So, da kommt ihr mal her. Unverzüglich. Oh, unser Zwerg ist langsam. Zu eurem Alles Dienst. Klar. Greift sie an. Okay. Ich bin hier. Ich gauche. Auf meinen Befehl. Vorwärts. Folgt mir. Oh, die respawnen? Wie unfreundlich. Oh, noch ein Sonnenlicht. Assassinenbogen. Die Rune befiehlt. Ausgeführt. Auf dem Weg. Verstärkt die Deckung!
Auf mein Zeichen! Okay, können wir sofort. Uns etwas... Du kannst nicht gewinnen! Schlagt sie zurück! In die Schlacht! Sind etwas offenere Gefilde zurückziehen? Zu euren Diensten! Für das Licht! Nithalf! Gib mir Kraft! Hier, sofort. So, mal gucken, ob sie mir schnell noch ein Stück weit runterfolgen. Und los! Und ob sie jetzt auch aufhört zu bringen wir es zu Ende. Respawn. Zu Befehl. Unverzüglich. Okay, ein dunkler Fluch wirkt schon mal. Du schreckst mich nicht! Stehe bereit. Verstanden. Für die Rune. Feindlicher Angriff. Zu Befehl. Unverzüglich. Okay, noch ein Stück zurück. So, jetzt aber. Ich bin hier. Steh dich und kämpf. Du schreckst mich nicht. Haltet durch, Männer! Du kannst nicht gewinnen! Feindlicher Angriff! Dass uns Level 30 Gegner noch solche Probleme machen können. So, noch ein Gon. Ja. Irgendwelche zerbrochenen Waffen. Die Rune befiehlt. Unverzüglich. Auf dem Weg. Sofort. Habt ihr einen Gon? Ich habe die beiden letzten Gons gefunden. Dann müsst ihr einen Kampfgefährten für die Prüfung wählen, der das Gon erhalten soll. Zhenkwai und euer Gefährte Urias haben sich bereit erklärt, an eurer Seite zu kämpfen. Sprecht mit ihnen und wählt, wer von beiden euer Mitstreiter sein soll. Dann kann die Prüfung beginnen. Also ja, ich würde ja Zhenkwai nehmen, weil er Feuerbälle werfen kann, was hilft. Aber Urias ist ein guter Tank auf der anderen Seite, das hilft auch. Und Urias ist ein Freund. Ich wähle meinen alten Freund, den Paladin Urias. So soll es geschehen. Geht nun in die Arena und kämpft mit Xalabar. Gut. Zurück mit euch! So, erstmal der Wundpfleger weg. Okay, den muss ich wohl wegberserken. Immer mal wieder zwischendurch Urias heilen. Dann klappt das schon, auch wenn es eine Weile dauert. Yeah.
Wird interessant, ich habe keinen Angriff für den.